Ich hatte noch nie ein Problem mit meiner Größe. 30 Zentimeter. Hi Leute, was geht? Wir sind heute wieder in Köln und heute fragen wir die Leute, ob Größe im Dating eine Rolle spielt. Wir stehen heute hier mit Katja. Katja, wie wichtig ist dir Größe im Dating? Wie wichtig, also wie groß der Mann ist? Also der muss, doch, ist mir schon wichtig. Der muss auf jeden Fall ein bisschen größer sein. Also du hättest für mich jetzt die optimale Größe. Wie wichtig ist dir das, die Größe eines Mannes? Oder stehst du auf Männer? Ja. Okay. Also Größe, es ist mir nicht so wichtig. Solange er jetzt irgendwie keine 2 Zentimeter groß ist, ist es mir relativ egal tatsächlich. Also, welche Größe meinst du jetzt? Erstmal kommt jetzt die Körpergröße, okay. Ja, also gleich groß, bisschen größer, bisschen kleiner, ist alles okay. Okay. Ich will also nur nicht, dass er keine Rückenprobleme bekommt. Weil er zu groß ist? Ja, also es gibt ja diese Paare, die so 3 Köpfe Unterschied haben. Und dann muss die so gefühlt hier draufstehen, dass sie den küssen kann. So, ah, das hatte ich mal. Echt? Ja, das war so, küssen war ungefähr so. Ja, okay. Oder ich musste so. Ziemlich wichtig, zumindest sage ich immer, ich will halt in meinen höchsten High Heels einen Typen, der größer ist als ich. Okay, das ist ein Statement. Wie hoch sind die Höchsten? Ich hatte halt schon mal ein paar Dates, wo ich einfach gleich groß mit ihm war, mit meinen High Heels und ab 1,80 halt. Ja, okay, das heißt für dich ist auch schon wichtig, dass du quasi zu dem aufschauen kannst, dass er einfach größer ist. Obwohl, also klar, früher war das jetzt mehr, also dieses Äußerliche, aber ich glaube jetzt mit dem Alter kommt das jetzt auch mehr mit dem Charakter. Okay, wie alt bist du denn? 23. Ja. Mit dem Alter, oh mein Gott. Nee, früher war es ziemlich wichtig, aber jetzt langsam ein bisschen in die andere Richtung. Mhm. Wie wichtig ist die Größe bei einem Mann? Also ich bin selber relativ klein, also mir ist es ehrlich gesagt relativ egal. Mhm. Also es wäre schon nice, wenn er so ein bisschen größer ist als ich, aber der muss jetzt nicht, keine Ahnung, 3 Köpfe größer als ich sein oder 2. Mhm. Eigentlich macht mir das nicht viel aus. Nee. Aber er sollte größer als du sein. Ja, ein Stück zumindest, aber muss nicht viel größer als ich sein. Ja, okay, bei dir ist auch, ich glaube, ich kenne wenig. Ich sage aber auch Absätze, also echt? Ich bin nur 1,60 groß. Okay. Also da ist es nicht schwieriger, größer als ich zu sein. Wie bei allen Sachen, es ist halt ein Faktor von vielen so. Und wenn du halt, naja, sagen wir mal, ein bist, so, dann bringt er auch 2 Meter nichts, ne? Also, ja, ist so, ne? Da kannst du auch, keine Ahnung, gut aussehen, so, aber wenn du dich verquälst, ja, ist ja so, ne? Julian legt die Fakten auf den Tisch hier. Ist das, Leute. Und was wäre, wenn er kleiner wäre? Das wäre halt nicht so meins, irgendwie. Also man muss mindestens so gleich groß sein, aber wenn das halt ein bisschen größer wäre, wäre schon. Ich glaube, das hängt halt auch mit diesem Beschützerinstinkt-Dings zu tun. Mhm. Aber es ist halt schon, weil man spricht ja auch Leute an oder man entscheidet sich ja, weil einem das Aussehen gefällt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Aussehen jetzt das Wichtigste ist, aber es hat halt schon einen hohen Stellenwert. Deswegen finde ich die Größe, glaube ich, schon. Gibt es auch zu groß? Ja, klar. Zu groß ist dann halt auch nicht so toll. Bis das ein Problem wird? Oh, keine Ahnung. Also so. Warte mal. Ja, so. Ab dann so, wäre schon zu groß. Ich glaube, so. Ich weiß so? Nicht genau. Ja. Wie viel ist das? Also Sebastian wäre zu groß. Ich bin 1,88. Ja, das geht. Was wäre, wenn er jetzt 2 Meter groß wäre? Ist dir das dann zu groß? Ich glaube, da müsste ich halt gefühlt einen Stuhl nehmen, um irgendwie auf seine Größe zu kommen. Also das wäre schon ein bisschen schwierig. Also dann gucke ich halt so, ne? Und küssen würde schon richtig lustig aussehen, ne? Ich glaube, dann geht dir den Rücken hoch. Vorhin hat das auch schon eine gesagt. Die meinte so, solange er sich nicht den Rücken bricht, ist alles gut. Ja, das stimmt auch. Aber ich glaube, dann kriegt er Nackenverspannung oder so, der Arme. Viele versuchen das auch zu kompensieren. Aber ich glaube, das Ding ist, es hat auch viel damit zu tun, ob man selbst damit klarkommt. Weil viele Männer, wenn die ein Problem draus machen, dann haben alle anderen auch ein Problem damit. Ja, wahrscheinlich, wenn du kein Problem draus machst, dann fällt das nicht mal so auf, weißt du, dann ist halt einfach so, okay, das ist halt meine Größe so und vielleicht kommt da mal 1, 2 Sätze, aber wenn du jetzt halt so, boah, ich bin so klein und das ist okay und so, weißt du, dann wirkst du ja auch total dumm, so halt total unsicher, weißt du, ja. Und das ist ja auch ein Grund, warum du nicht attraktiv bist dann, ne, so, das spielt auf jeden Fall schon eine Rolle, ja. Ja, was ist dir denn jetzt wichtig? Ob ich mich gut mit dem Typen verstehe, so, von früheren Beziehungen merkt man das halt jetzt. Da zwar äußerlich alles gestimmt, nur der Charakter war halt. Okay. Und was sind die wichtigsten Punkte dabei?
dass man sich versteht und den anderen so lässt, wie man ist. Kein Feinland da draußen, ne? Okay, das war genau das, was ich erwartet habe. Ich habe mir schon gedacht, dass es so sein wird, dass einige sagen, es ist gar kein, also es ist nicht wirklich ein Problem. Die anderen sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Mann groß ist. Alles in allem kann ich aus meiner eigenen Erfahrung, wie gesagt, mit der Akne so sagen, die Frauen, die dich nicht haben wollen, weil du zu klein bist, ganz ehrlich, lass die links liegen. Weil die kannst du eh nicht überzeugen, egal was du machst. Und die Frauen, denen das nicht so wichtig ist, bei denen ist es ganz, ganz wichtig, dass du kein Problem hast damit. Weil ansonsten werden die das nämlich sehen, werden sehen, dass das für dich ein Problem ist. Und dann ist das für die auch ein Problem. Ganz logisch, das projizierst du auf die. Guck dir auch unsere anderen Videos dazu an, da haben wir sowas auch noch ein bisschen weiter erklärt. Ja. Schreib gerne deine Erfahrungen dazu in die Kommentare. Bist du vielleicht ein kleiner Mann, hast schon mal Dating-Erfahrungen gesammelt in irgendeine Richtung? Oder vielleicht bist du ein großer Mann, hast da schon irgendwelche bestimmten Erfahrungen gesammelt? Lass das gerne mal da. Ich bin wirklich gespannt, oder wir sind wirklich gespannt. Lass gerne ein Like da, lass ein Abo da, klick auf die Glocke. Und in der Beschreibung, da haben wir eine Überraschung für dich. Klick da gerne mal drauf. Und ich freue mich, dass du das Video zu Ende geguckt hast. Mach's gut. Ciao.